Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 2. Juli 2020 mit einem spontanen Video für dich und zwar mit den Karten von Chiromachetti Gilded Reverie, die Lenormand-Karten. Was denkt und fühlt dein Seelenpartner heute und was ist sein möglich nächster Schritt? Natürlich, bevor wir mit den Mischungen der Karten beginnen, lade ich dich ein, dass du deine Augen schließt und erstmal natürlich in der Energie der Kristallschale eintauchst. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Schließe dabei deine Augen. Seelenpartner, wenn der gerade an dich denkt, warum geht es denn, wenn der gerade an dich denkt? Und was fühlte denn in deine Richtung? Was fühlte denn in deine Richtung? Was sind so seine Gefühle auf der Herzebene? Was fühlte denn in deine Richtung? So. So, und was ist dein nächster Schritt? Was ist sein nächster Schritt? So. Also wie du siehst, die Energie ist in der Beständigkeit. Also der Ring symbolisiert ja immer eine feste Partnerschaft oder halt auch die Liebe oder ein Versprechen oder eine Verbindlichkeit. So, also hier nehme ich das generell wahr, also dass hier schon die Energie in Verbindlichkeit besteht. Das bedeutet, dass da auch wirklich Möglichkeiten gibt natürlich dafür, also die Begebenheiten sind dafür gegeben, dass hier eine feste Partnerschaft daraus wird. Was denkt er denn in deine Richtung? Also wie du siehst, also ist hier der Turm. Der Turm steht auch immer für Öffentlichkeit, für eine Institution, für Wachstum, fürs Ansehen generell, für etwas Großes, für wie das genau wie das in der Himmel rankt. Also er spürt wahrscheinlich, wenn er an dich denkt, dass es hier was Großes ist mit euch und dass es Potenzial hat mit euch. Und dass das hier einen karmischen Ursprung hat, dass diese Begegnung also vorbestimmt ist. Natürlich, dass ihr beide damit einverstanden wart oder das miteinander verabredet habt, hier in diesem Leben euch zu begegnen. Und natürlich sind da auch Themen, die noch bearbeitet werden sollen. Und er denkt daran wirklich, dass das hier noch größer oder ein Potenzial hat. Also diese karmische Begegnung. Und also wie du siehst, also der Stern beleuchtet immer den Weg auch, ja. Also brennt ein Stern leuchtet für dich oder ein Stern trägt deinen Namen. Stern ist ja wirklich, das symbolisiert auch die Unendlichkeit, auch im Universum, die Größe, die Reinheit, wie ein Stern funkelt. Also du bist sein Stern, so du zeigst ihm seinen Weg mit deinem Leuchten. Sowas kommt jetzt hier gerade, also in deine Richtung, wie er das fühlt. Auf der Herzebene befindet sich hier noch, also auf jeden Fall noch eine Schlange. Also das heißt, entweder ist da noch eine andere Partner oder Partnerin noch aktuell an seiner Seite oder ist er noch nicht ganz frei. Oder halt im Herzen sind auch sehr starke Ängste und Verstrickungen, vielleicht auch wirklich aus dem Vorleben, was jetzt noch bei ihm, also so generell, also wirklich noch hochkommt. Ne? Also es geht auch wirklich darum, dass
hier diese Ängste nochmal im Herzen ganz präsent werden. Wie zeigt sich das auch? Man kann das gar nicht erklären. Da hat man vielleicht eine Unruhe, so ein Gefühl, oder bekommt man irgendwie, wenn er an dich denkt, eine Schauer, oder irgendwie drückt ihm etwas. Also im Herzen hat er Ängste, wenn er jetzt daran geht, daran denkt, also in deine Richtung. Also nicht jetzt unbedingt negativ, sondern Ängste. Ängste können bedeuten, dass du weg sein könntest. Ängste können bedeuten, dass hier noch irgendwie für dich noch, dass da in Bezug auf dich vielleicht, also falls jetzt noch eine Partnerschaft da ist, ja, entweder den Partner zu verlieren oder dich zu verlieren. Und dass man also so zwischen diesen zwei Aspekten auch genau steht. Denn diese Karte symbolisiert hier diese starke Verliebtheit, diese Anziehung, diese sinnliche Anziehung, was du auch vielleicht spürst, auch körperlich oder eher in deine Richtung spürt. Und also wie geht es weiter, wie du siehst? Also es ist hier die Sehnsucht da in deine Richtung sehr stark. Also es ist ein sehr, sehr starker Sehnsucht. Und morgen haben wir bereits wieder einen Portaltag, und immer wenn wir einen Portaltag haben, dann zeigt sich das auch noch intensiver, diese Verbindung mit deinem Seelenpartner. Und auch wieder diese tiefe Ängste, die hochkommen. Du machst ihm generell im Außen was unruhig, also positiv unruhig, also er fühlt sich aufgewühlt, also soweit. Und also soweit ich das jetzt hier wirklich auch sehen kann, auch also so ein tiefes inneres Wissen, der weiß ganz genau, welchen Einfluss du auch auf ihn hast. Und natürlich ziehe ich jetzt eine Karte aus dem Reka auf Wolke 7 Orakel, eine für deinen Seelenpartner, welche Engel ihn begleiten mag. Also ich bin ziemlich spät mit dem Video, aber es macht nichts. Also ich hoffe, du freust dich. Also manchmal, wenn ich wirklich früh die Termine habe, kriege ich das auch gar nicht alles so zeitlich einfach. Bekomme ich einfach zeitlich nicht hin. Aber also ich bin da und das zählt, ja. Also es begleitet ihn, der Engel der Stärke. Die Stärke liegt tief in dir verborgen. Öffne dich und lass die Stärke aufsteigen. Sei mit deiner Seele im Einklang, dann bist du stark. Und Engel der Geduld. Alles geschieht dann, wenn die Zeit gekommen ist. Dein Engel der Geduld unterstützt dich und schenkt dir Geduld und Zuversicht in der Zeit des Wartens. Also wie du siehst, also er soll noch Geduld haben und bekommt auch noch ein Stück weit etwas Stärke geschenkt. So, und jetzt kommt noch das Orakel der indischen Götter, wie du siehst. Also eine Karte, ich bitte für dein Gegenüber um eine Karte. Und dann kommt die Wanderwelt, also der Shankar. Ich begrüße Veränderungen in meinem Leben. Ich hoffe, du konntest das annehmen und bist du mit in Resonanz gegangen. Natürlich, wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like, und umso mehr natürlich, wenn du das nächste Mal auch hier live dabei bist und mein Video anschaust. Abonniere dazu einfach meinen Kanal. So verpasst du auch keinen spontanen Livestream mehr von mir oder ganz spontanen Video, wenn ich etwas Neues hochlade. Ich sende dir auf jeden Fall ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.